Autonomes Fahren ist schon längst keine Zukunftsvision mehr, genauso wenig wie selbst einkaufende Kühlschränke oder Roboter in allen Lebensbereichen. Die Digitalisierung ist bereits weit fortgeschritten und das ist erst der Anfang. Was bedeutet das für unsere Gesellschaft und unsere Freiheit? Dazu diskutieren im Naturhistorischen Museum Experten im Rahmen der Future Challenge, eines Videowettbewerbs der Wiener Zeitung, bei dem sich Jugendliche ihre Gedanken um das Leben im Jahr 2030 machen. Gibt es eigentlich einen Grund, sich vor der Zukunft zu fürchten? Naja, man kann sich immer vor allem fürchten und man kann sich davor fürchten, dass man vor die Tür geht, wenn man vielleicht von einem selbstfahrenden Auto niedergeführt wird oder auch nicht. Oder vielleicht fällt einem auch ein Meteorit auf den Kopf, aber ich sehe eigentlich die Zukunft immer sehr positiv, denn es sind natürlich auch wir, die diese Zukunft mitgestalten. Was sehr, sehr wichtig sein wird, ist, dass nicht nur die jungen Menschen sich das Recht nicht nehmen lassen, an den wesentlichen gesellschaftlichen Entscheidungen und politischen Entscheidungen teilzunehmen, sich nicht zurückziehen in eine Art Biedermeier, sondern die Entscheidungen mittreffen und mitvertreten werden. Und dann bin ich sehr zuversichtlich. Internet of Things, Smart City, Smart Living, es sind Schlagworte wie diese, die den Diskurs über bevorstehende Umwälzungen technischer und wirtschaftlicher Natur dominieren. Dabei wird der Begriff Smart nur allzu oft mit technischer Affinität gleichgesetzt, was so nicht ganz stimmt. Smart muss nicht unbedingt heißen, ich will mit sämtlichen technischen Gerätschaften affin sein, sondern es kann mir das auch bieten, dass ich genau diese Sachen, die ich will, diese Dienstleistungen von Wärme, Beleuchtung, Mobilität und so weiter, einfach und bequem bekomme, ohne wirklich auch aktiv eingreifen zu müssen. Künstliche Intelligenz, die weiß, wann wer nach Hause kommt, die Zimmertemperatur dementsprechend einstellt und die Lieblingsmusik seines Users spielen lässt. Vielen Menschen dieser Generation sind solche Visionen nicht ganz geheuer, aber die Experten sind sich einig, die Zukunft ist das, was wir alle daraus machen. Ich bin definitiv kein Technologie-Pessimist und vom Wesen her eher Optimist. Ich weiß aber so, weil ich mich sehr viel mit der Vergangenheit beschäftige, dass Technologien immer zu sehr positiven und auch sehr negativen Effekten zu beiden möglich sind. Und es ist sozusagen an uns, an den Nutzern und an der Gesellschaft, die Technologie hervorbringt, sozusagen das zu entscheiden, was letztlich damit gemacht wird. Wir können es nicht auf die Technologie schieben. Sorgen über den Kontrollverlust des Menschen sind gegeben. Daneben gibt es aber auch die Vorfreude auf ein einfacheres Leben, das uns neue, ungeahnte Möglichkeiten bringen wird. Ich denke, dass wir uns darauf freuen können, dass wir mit Hilfe von Technologie weniger arbeiten werden. Das klingt jetzt wie eine schwere Drohung. Wir haben am Beginn der Industrialisierung 80 Stunden gearbeitet. Wir sind jetzt bei 40 und stöhnen. Also ich persönlich hätte nichts gegen 20. Und wenn dann ein Roboter für mich ein paar Tätigkeiten erledigt, wie zum Beispiel eine Steuererklärung, dann wäre ich sehr dankbar.